Hi, hier ist Crook und in diesem Video zeige ich dir, wie du auf Marseille den Secret Score erreichst. Wie immer ist es mein Ziel, dir zu zeigen, wie du den Secret Score erreichst und nicht, wie du im Leaderboard auf Platz 1 landest. Um den Secret Score zu erreichen, müssen wir in einer 2-Minuten-Session oder in einer Einzelkombo einen Score von etwa 12,2 Millionen Punkte erreichen. Mods müssen wie immer deaktiviert sein, aber wir können die Verlängerung benutzen. Als Belohnung gibt es wie immer das Legendenboard der Karte, in diesem Fall Marseille. Ich zeige und kommentiere jetzt meinen Run und gehe danach noch auf Einzelheiten ein, die ihr beachten solltet oder auf Alternativwege. Wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. Wie immer füllen wir zu Beginn unseres Laufs erstmal unseren Special Meter. Wie eigentlich immer beginnen wir in Switch-Position mit einem Boneless und dem Casper Flip 360 Flip. Rebirth und Manual-Kombination machen wir dann noch einen zweiten und einen dritten Special. Bei dem dritten Special landen wir dann einfach mit dem Transfer in der nächstmöglichen Grind-Position. Nach dem Revert auf der zweiten Poolkante begeben wir uns nun in die eigentliche Runde. Nach einem Special landet ihr im Grind und springt auf die andere Poolkante, wo ihr das gleiche machen könnt. Auf dieser Poolkante müsst ihr aufpassen, dass ihr auch wirklich auf der richtigen Seite weiter grinden könnt. Solltet ihr nicht gerade genug zur Rampe kommen, könnt ihr so wie hier einfach direkt einen Grind machen, um euch dann für die andere Rampe zu positionieren. Da ich hier zu schnell in den Grind gewechselt habe, muss ich nun einen Außenweg fahren, damit ich wieder in die Poolkante komme. Den Ausweichweg wechsle ich einfach von der Poolkante zu der Grindstange zu der nächsten Kante. Hier gibt es verschiedene Varianten, die ich im späteren Teil des Videos nochmal zeige. Es ist hier wichtig, nach dem Wallplant nicht nochmal auf der Grindstange zu landen, sondern wieder in der Poolkante, damit ich nicht zweimal hintereinander auf der gleichen Kante grinde. Hier bin ich zu frontal gegen die Kante gefahren, was meine Combo beendet hat. Ich spule hier ein bisschen vor, weil der nächste Teil einfach nur ist, wie ich versuche eine Combo wirklich zu starten, aber dann irgendwie von der Strecke abkomme und sie frühzeitig beende. Auch die nächste Combo lasse ich im Schnelldurchlauf, weil sie damit endet, dass ich auf dem Boden liege. Auch wenn es in Marseille recht viele Ausweichmöglichkeiten für eigentliche Strecken gibt, ist es doch nicht so einfach, wirklich eine Strecke zu finden, die man kontinuierlich fahren kann. Für die letzte Combo starte ich auch wieder mit Boneless in Switch-Position, diesmal mit einem Kickflip One Foot Tail. Transfer auf die andere Poolseite kann ich dann noch einen 900er einbauen. Man muss immer ein wenig darauf achten, wenn man in die Pipe reinspringt und im Grind landet, auf welche Seite man dann weiter grindet. Eigentlich wollte ich in dem Lauf noch eine andere Route zeigen, aber der weiche ich am Ende jetzt nochmal aus und werde sie euch im späteren Teil des Videos dann zeigen. Deswegen begebe ich mich nach der großen Runde hier einfach wieder in die kleine Runde. Wie auch in der ersten Combo mache ich einfach immer ein Special und versuche dann wieder in den nächsten Bereich zu kommen. Dabei muss man auch nicht jede Poolkante mitnehmen, sondern kann eigentlich ganz gemächlich fahren, wenn man es eben länger durchhält. Wieder Level Out und Special und wieder Level Out und Special. Der Grind an dieser Kante war so nicht geplant, deswegen muss ich jetzt versuchen, wieder eine Ausweichroute zu nehmen. Im Außenbereich könnt ihr auch Wallrides am Zaun machen. Warum der Kickflip-Heelflip mich hier nicht hingelegt hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie in der ersten Combo gehe ich nun einfach gegen den Uhrzeigersinn von Grind zu Grind und versuche dann, die Combo hier wieder mit Specials weiterzuführen. Nach dem Wallplant war es eigentlich mein Plan, eine Railflip-Kombination ans Ende zu hängen, aber dabei habe ich mich irgendwie verdrückt und die Combo frühzeitig beendet. Nichtsdestotrotz haben wir, wenn auch nur knapp, den Secret Score erreicht und können uns unseren Erfolg abholen. Eine Alternative zu den Innenpools ist eine Runde außerhalb zu fahren. Auch hier benutzen wir unsere Specials, um am Anfang einen hohen Basisscore zu bekommen. Wir geben uns nun aber direkt in den Außenbereich. Hier können wir durch Manuals und Rails einfach immer verschiedene Runden abfahren. Passt auf, dass ihr, wenn ihr hier im Rail landet, möglichst früh wieder abspringt, damit ihr diesen großen Wallride mitnehmen könnt, wo ihr sogar einen 900er einbauen könnt. Da ich zuerst auf dem Geländer grinde, muss ich nach dem Wallplant aufpassen, dass ich eben nicht zu früh wieder weiter grinde und wieder auf dem Geländer lande, sondern eben in der Poolkante, damit es meinen Grind nicht zu schnell wieder rauswirft. Mit etwas Fingerfertigkeit kann man zwischen der Kante und der Railstange auch öfters hin und her wechseln, um seinen Multiplikator schneller zu füllen. Eine weitere Möglichkeit ist es einfach, beide Varianten zu kombinieren. Dazu beginnen wir am Anfang wieder mit drei Specials und grinden dann den Weg direkt zu der Kickerbox. Beim Sprung zum Wallride von der Schräge aus können wir hier einen riesigen R einbauen und Tricks bis 900 drehen. In der kleinen Runde ist allerdings die Landung etwas schwierig, deswegen muss man schauen, dass man es auch wieder in die Innenpoolkante schafft. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann helft auch mir und lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr Bock auf mehr Gaming-Content von mir habt. Ansonsten war's das aber erstmal von mir. Ich sag wie immer danke fürs Reinschauen, viel Erfolg euch bei den Challenges, bis nächstes Mal, ciao!